Ich bin Timo und ich habe hier bei Steinmeier Engineering meine Ausbildung zum technischen Produktdesigner absolviert. Die habe ich abgeschlossen und bin danach in eine der Fachabteilungen übernommen worden, die ich während meiner Ausbildung schon kennengelernt habe. Wir sind im Unternehmen das Bindeglied zwischen allen anderen Fachabteilungen, im Prinzip der Arbeitsmuskel von Steinmeier Engineering. Bei uns fließen alle relevanten Daten für unsere Objekte, sei es aus den Bereichen Rauchgasreinigung, Chemieapparate, Dampferzeuger aus der Feuerung zusammen. Und werden dann von uns umgesetzt. Und dazu benötigen wir eben die Daten aus dem Bereich Ingenieurwesen, aus der Verfahrenstechnik natürlich, wenn es um größere Objekte geht, natürlich auch die statische Auslegung und gegebenenfalls natürlich auch die Festigkeitsberechnung. Ich bin Viktor, 19 Jahre alt und mache meine Ausbildung zum technischen Produktdesigner. Im Grunde gliedert sich die Ausbildung in drei Teile. Wir fangen an mit dem dreimonatigen betrieblichen Teil, wo wir erstmal den Betrieb kennenlernen, die Produkte, mit denen wir arbeiten, kennenlernen. Das wird dann nach 3 Monaten etwa abgelöst von dem theoretischen Teil in der Schule, der 6 bis 8 Wochen dauert, wo wir die grundlegenden technischen Sachen kennenlernen. Fertigungstechniken, wir lernen Projektmanagement kennen, gehen mal ein Qualitätsmanagement durch. Anschließend daran gehen wir ins Steinmüller Bildungszentrum, wo wir einen Metalllehrgang durchführen, um die Grundlagen von Metall kennenzulernen, wie zum Beispiel Fertigungstechniken, diese auch mal praktisch anwenden, dass wir mal bohren, mal schweißen, mal fräsen. Pneumatik haben wir auch gemacht. Ja, genau, und das wechselt sich dann immer wieder ab, sodass wir dann 3 Monate den praktischen Teil im Betrieb haben und dann 6 bis 8 Wochen Schule.